Guten Specht, Herr Tag. Ja, hallo, was wollen Sie? Ich hab wenig Zeit. Corny mitgebracht. Was ist Corny? Süß und salzig, Erdnuss. Ja, was ist süß und salzig, Erdnuss? Müsli-Riegel. Dann sagen Sie es doch gleich. Müsli-Riegel sind unsere Leidenschaft. Und das schon seit über 30 Jahren. Geht das auch ein bisschen schneller? Darum legen wir viel Wert darauf, dass auch nur das Beste in unseren Corny hineinkommt. Wo haben Sie denn lesen gelernt? Wohl nicht über die dritte Klasse hinausgekommen, oder wie? Hallo, ich fange gleich nochmal vorne an. Jetzt habe ich vergessen, wo ich war. Knackig geröstete Erdnüsse, wertvolle Vollkornflocken und viele weitere ausgewählte Zutaten. Jetzt kommst du doch bitte zur Sache. Ich hab's eilig. Corny, das Original. Ich habe einen Termin. Immer dann, wenn man eine kleine Stärkung braucht. Hallo. Hier sind ziemlich die Zutaten. Erdnüsse. Erdnüsse. Ho, ho. Oh, schauen Sie mal, da gibt's auch eins mit Biene Maya drauf. Erdnüsse mit Biene Maya. So. Nein, Corny mit Biene Maya. Kennen Sie Biene Maya? Nein, kenne ich nicht Biene Maya. Das ist eine Biene und die fliegt rum und dann ist ein Grashüpfer da und so. Grashüpfer und so und da und hoho. Schauen Sie mal, so sieht das aus. So sieht das aus. Ja, dann machen Sie doch mal auf. Süß und salzig, Erdnuss, Corny. Was sind Sie denn so gestresst heute? Das kommt von Schwartauer Werke. Na, Schwartauerwerke, das machen doch die mit der Marmelade. Ich hab's halt eilig. Marmelade, wie viele Riegel sind denn da drin? Vier, fünf, sechs Riegel. Zwei, vier, fünf habe ich hier. Wo ist denn der sechste Riegel? Der sechste Riegel kommt sofort. Wunderbar. Dann machen wir es mal auf. Machen wir das Riegelchen mal auf. Jetzt sind sie doch schon hier. Jetzt habe ich es auch hinbekommen. Ui, das sieht ja vielleicht aus. Lecker. Was ist das denn für runde Perlen? Ich weiß nicht so genau. Von unten ist es so. So, was ist das so da unten? Das ist ja zäh und pappig. Getreide-Krispies in Karamellzuckersirup. Uiuiuiui. Das schmeckt. Das schmeckt. Batterien. Wie? Das schmeckt nach Batterien? Nein, da sind Batterien. Schauen Sie mal, Batterien. Batterien. Das schmeckt. Nicht schlecht. Das schmeckt vielleicht gut. Ach so, habe ich schon erwähnt, dass wir uns das selbst gekauft haben? Nein! Wir werden nicht. Wir werden nicht für dieses Video bezahlt, wollten Sie sagen. Dann sagen Sie es doch einfach. Und drucksen Sie nicht immer so herum. Das sollte ein kurzes, schnelles, schlichtes Video geben. Ja, dann hören wir jetzt auf. Hurtig. Ciao, Kakao. Abonnieren nicht vergessen.
Ja, das war's auch schon wieder. Wenn euch dieses Video gefallen hat, habt ihr hier die Möglichkeit, euch noch zwei weitere anzuschauen. Außerdem könnt ihr den Kanal abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.